Tja. Dann wollen wir doch auch mal hier mal die andere Truhe noch aufmachen. Kein Faruko, nö. Zacchaeus Aurigulki. Aha. Ich habe dein Aurikulki gefunden. Zack, ihr dachte, Aurikulki wäre sicher in Truhe von Matar Faruko. Jetzt braucht Zack hier neue Versteck. Bessere Versteck. Du machst das schon. Jip, jip. Zack hier ist schlauer als jeder Homie. Warum ist eine Pfeife dein Aurikulki? Holzraucher ist besonderes Dingi. Verwandelt Kraut in Rauch. Schmecken prima. Du rauchst? Ja, aber nur, wenn niemand guckt. Zack hier will ja nicht teilen müssen. Oh Mann. So, was haben wir denn jetzt hier noch nicht abgegrast? Ah, stimmt. Vetranio sucht jemanden, der für ihn das Lagerhaus fegt. Dann halt dich ran. Ich hatte eher an dich gedacht. Hör mal, ich bin als Fischer geboren und werde als Fischer sterben. Das ist so sicher wie der nächste Fang. Aber mein Kumpel Tokel, für den könnte das schon etwas sein. Sofern er überhaupt noch am Leben ist. Also. Jetzt geht jemand anderem auf die Nerven. Der trainiert da noch. Was gibt's zu essen? Brauchen wir noch die Schlüssel, den Schlüssel von Stanley. Geh weg. Geh weg. Meine Güte. Gordon. Ich würde gerne Stanleys Truhe aufmachen können. Das letzte Tool, die ich noch aufmachen muss. Wer ist hier? Das normale Wächter. Aber wo ist denn jetzt der Stanley? Das ist der Wells. Niemand zum Wetzaufen? Nö. Schade. Komisch. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Ich habe alle Truhen der Magier geplündert. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht. Bist wohl von Gnomen aufgezogen worden, was? Was würde ich dafür geben, deren Gesichter zu sehen, wenn sie merken, dass ihre Truhen leer sind? Ein letzter Tipp noch. Prahl damit nicht im Lager rum. Sonst bist du die Dinger schneller los, als dir lieb ist. Tja. Wo krieg ich den Schlüssel für Stanleys Truhe her? Das letzte, die noch geschlossen da irgendwo ist. Naja, da wir jetzt den Kram hier erledigt haben, soweit. Bevor wir runtergehen, machen wir erstmal den Teil hier oben. Die Truhe da hatten wir ja, meine ich schon. Das war diese versteckte Truhe. Jo. Hey. So. Fingerblatt, yes, so. Noch irgendwas, sieht nicht so aus. Tja.
Runtergefallen, ne? Super. Oh Mann, ist das viel geflogen wird. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Erledigt. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Oh Mann. Hey. Ach, schon tot. So. Mir bahnen sich gerade Kopfschmerzen an. Zwar ziemlich heftige. Von daher würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt gleich. Wir gucken noch kurz hier so ein kleines bisschen rum. Aber nicht mehr viel. Und viertes. Eigentlich ist dieser Teil hier oben nicht allzu groß. Dann würde ich sagen, machen wir diesen Teil hier oben noch. Und dann machen wir erstmal ein Ende. Und da hinten die Insel. Was ist eigentlich mit der? Da war doch auch irgendetwas. Wem? Oh! Das Skelett habe ich gar nicht bemerkt. Sonst sehe ich hier jetzt aber nichts mehr. Warum war hier ein Skelett? Ganz ehrlich. Einmal schnell zur Insel. Die gehörten mit dazu, finde ich. Zu diesem oberen Teil. Ansonsten haben wir ein Auge drauf, was hier so noch am Rand eventuell reinführt, eine Höhle oder so. Sehe ich jetzt aber nichts. Oh. Damit hätten wir die Sandteufel hier besiegt. Wo ist denn unser Bones? Ach, da kommt er noch angeschwommen. Der braucht ja lange. Einmal Skelett besiegen, bitte. Nein! Bitte, bitte noch. Konnten den noch abluten. Auch wenn er nichts Tolles hatte. Hätte ja sein können, dass er was Tolles hat. Das wäre dann echt mies gekommen. So, hier sehe ich jetzt nichts mehr. Ich glaube aber, wir können hier so hoch. Sag ich doch. Vorne noch irgendwas? Ich sehe jetzt nichts so. Das ist eine sehr komische Insel hier. Irgendetwas sollte ja mit dieser Insel hier sein. Ich weiß aber nicht mehr, welche Quest es war und ich habe auch keine Lust, mit dir eben mal zu markieren. Aber da hinten ist so ein Blitzmonolith, den können wir theoretisch aufsuchen. Aber das machen wir noch nicht. WTF. Hier kommen wir wieder ans Land, das ist ja gut. Einmal die Truhe knacken und dann können wir das Vieh da hinten nochmal töten. Leviathan. So.
Ah, Sumpfgolem. So geht doch. Ich habe schon gerade gedacht, was kommt denn da angeschwommen, aber was war dann da ja? Werte her hier. Das Vieh sah gerade aus wie so ein riesen T-Rex. Komm. Dass der Bones immer so selten angreifend, also es geht echt auf den Senkel. Kleine Frage, wofür sind die Begleiter da? Die machen nichts. Oh, hier haben wir schon eine Schatzkarte zu gefunden. Einmal auf den Bones, zweimal auf den Bones, ein drittes Mal auf den Bones. Goldpokal Krone. Krone eines längst vergessenen Herrschers. Super. Das Ding, Silberzunge, mehr, super. Nicht gerade das Gelbe vom Ei, was uns interessiert. Hier oben ist scheinbar auch sonst nichts mehr. Dann gehen wir mal über diese natürliche Brücke. Und gucken, was es hier noch gibt. Ein Teleportstein. Von denen haben wir dermaßen wenige, finden wir so wenige, dass wir gerade mal, lass mich nachgucken. Altes Amulett. Nett. Teleportstein. Viele haben die nicht, also. Ja, gut zu wissen, dass man die aufmachen kann. So, wo sind die Teleportsteine jetzt? Quarze, Bergkristalle. Bruchstück der zerstörten Mara. Aha. Monolithensteine, schmackhafter Schinken, Seelenstaub, Taraniskraut. Wir haben ja schon Taraniskraut. Gut zu wissen, Teleportstein, gerade mal 11 Stück. Griff Sphärendorn. Die Waffe ist auch nice. Ob man die dann noch upgraden kann? Kaputtes Schwert. Schwertspitze. Oh, die beiden gehören doch zusammen. Habe ich das nicht gemacht? Ein Kalados Keulenschwert. Ob ich das Ding noch upgraden kann? Das wäre echt nice. Zerbrochene Klinge. Tja. Man hat schon viel, wenn man im Verkaufsbildschirm ist, aber wenn man nochmal so guckt, sind nochmal mehr. Was haben wir hier? Komm, hier könnt doch. Tollen Skelett, das hier liegt. Super. Das war so aussehen soll, als ob das hier zerquetscht wurde, aber dann keine untere Hälfte da. Die ist eventuell ja runtergefallen. Beziehungsweise runtergerutscht. Auf der Seite ist scheinbar auch nichts. Da ist nichts. Die Kiste ist umsonst da.
Hier oben haben wir nichts. Ist ja echt top. Top, aber ein Flop. So, dann schwimmen wir einmal zurück, machen diesen oberen Teil zu Ende. Auch wenn meine Kopfschmerzen gerade weg sind, werde ich danach erstmal einen Break machen. So. Oh, das Skelett bewegt sich. Das ist ja super. Ach komm, der soll mal mehr laufen können. Genau, fall einfach runter. Ach, was ist eigentlich mit dem Vieh, das wir hier noch nicht abgelootet haben, das uns hier runtergefallen ist? Das ist noch hier, das ist hier super. So, oh. Bären auch noch. Ich dachte, ich hätte da gerade noch eins gehört. Hier war noch eine Truhe. Oh. Ja, die meisten Schlösser sind einfach zu knacken. Was ist das hiermit? Ich glaube, das ist einfach nur ein Grafikfehler. Der ist echt genial. Sieht aus, als ob der Stein echt glitzernd wäre und einfach nur die anderen Steine widerspiegeln würde. Ich glaube nicht, dass das Absicht gewesen ist. Vor allen Dingen, dass es da ja keine Bedeutung hat. So, was haben wir denn hier unten noch alles? Hier sieht ja, hier sieht sehr leer aus. Sollen hier noch Ketten dran oder so? Es ist ursprünglich dazu gedacht, jemanden zu beschwören, dann hier in der Mitte festzuhalten. Sieht zumindest dann raus. Wenn ich ehrlich bin. Als ob die hier aus dem Schattenreich ein gewaltiges Vieh beschwören wollen. Und deswegen auch diese Riesenmenge Energie benötigen. Und das allein wegen den Zauberern dann. Dann die Schattenwesen wieder auf die hier in die Welt kamen und deswegen die südlichen Meere heimsuchen. Dass wenn das richtig läuft, dass dann die Welten so gesehen verschmolzen wären oder so. Oh, ich habe gerade 1500 Gegner gekillt. Also ich bin jetzt bei 1500 hier. Das ist ja auch super. Noch irgendwas hier? Hochroller, der hat sich aber schnell bewegt, der Leviathan. Fliegt doch einfach mal noch ein bisschen. Na schön, dass hier so ein Leviathan gerade einen großen Fisch fallen lässt. Tja, wenn man die rechtzeitig sieht und angreift, dann sind die sehr schnell platt mit so einer guten Waffe. Okay, ich glaube hier ist nichts. Ne, ich habe gedacht, hier kann man vielleicht hochklettern. Dann wäre auch der Bonesy wieder bei uns, der ja Ewigkeiten im Meer schwimmen muss, um endlich mal zu uns zu kommen.
Hey, du Warzenschwein. Wollen die mich gerade verarschen? So. Ihr habt doch alle keine Chance gegen mich. Wo ist das andere? Hallo, mir fehlt noch ein Warzenschwein. Sag mir nicht, dass es hier runtergefallen. Nö, sehe ich nicht, aber eins fehlt noch. Ich hätte das hier. Dann hatte ich hier die Ratte. Die verarschen mich, das eine Reverse-Schwein ist schon verschwunden. Oh nö, so ein Vieh. Das ging ja diesmal zum Glück flott. So, und das ist eine kleine Sackgasse, also gehen wir erst hier hoch. Und da oben gibt es Gegner. Die scheinbar gegeneinander kloppen, wie es sich gerade angehört hat. Wein, Rum, Gold. Super. Irgendwas Tolles noch auf dieser Insel oder also auf diesem oberen Teil? Oder muss ich mich hier mit dem Mist zufrieden geben, den die mir hier servieren?